Hi, ich bin Dr. Bene und in diesem Video möchte ich darüber aufklären, wie systematisch Betrug mit dem Verkauf und auch dem Einkauf von Brennholz gemacht wird und das in der Größenordnung 10-20%. In dem ersten Teil des Videos müssen wir kurz die Holzeinheiten besprechen und dann die ganze Krux an der Geschichte und im zweiten Teil des Videos hebe ich dann auf eine wirklich, wirklich hochinteressante und relevante Studie vom TFZ ab, die die Umrechnungsfaktoren, die bislang im Raum stehen, von 0,7 in Frage gestellt hat. Mit dem Thema beschäftige ich mich natürlich persönlich, seitdem ich hier Brennholz für mein Haus und meine Familie einkaufen muss. Ich habe meinen Laborleiter an der Uni dazu gefragt, weil ich wusste, der heizt schon quasi sein ganzes Leben mit Holz, ob er mir nicht Tipps geben kann, wo ich hier in der Region gut Brennholz kaufen kann. Und er sagte nur so, Bene, pass bloß auf, die Holzverkäufer, das sind alles Betrüger. Und ich habe mich total gewundert, weil ich habe Volker als quasi in den Prüfungen schon hart, aber doch durchaus auch fair wahrgenommen und habe dann natürlich damals schon recherchiert. Und das Problem ist ja, dass wir als Brennholzheizer, wir wollen eigentlich die Raumwärme einkaufen. Das ist das, was wir einkaufen wollen und der Verkäufer will uns natürlich das verkaufen, was er quasi handelt, nämlich das Holz. Und da ist natürlich unheimlich viel Musik drin. Ein frisch gefällter Baum, der hat ungefähr 50% Wassergehalt und wenn wir den Spalten hier die Scheite kleinsägen und lagern, dann nach ein, zwei Jahren haben wir das Holz brennfertig auf unter 20% Wassergehalt. Wenn wir noch ein paar Prozent weiter runterdrücken, kriegen wir noch mehr Wärme raus. Das ist ein linearer Zusammenhang. Optimal wäre ein Feuchtigkeitsgehalt, ein Wassergehalt von 10-17%, dann haben wir eine optimale Verbrennung und auch weniger Feinstaub. Ja, und wenn wir Holz kaufen und Lagerplatz haben, können wir uns das natürlich feucht kaufen. Natürlich würde der Händler, wenn er das Holz schon bei sich gelagert hat oder irgendwie mit Wärme sogar trocknet, dann mehr Geld dafür verlangen. Deshalb ist ein wichtiger Punkt ist der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes. Mit dem Wassergehalt des Holzes steht in Zusammenhang auch dieser Fasersättigungspunkt. Wenn der Fasersättigungspunkt je nach Baumart liegt, der so ungefähr bei 25-30%. Und wenn die Fasern dann nicht mehr gesättigt sind mit Wasser, ziehen die sich weiter zusammen. Und dann schrumpft unser Holzstück. Deshalb gibt es ja dann auch irgendwann diese Trocknungsrisse. Und wenn wir das Holz frisch hinlegen, dann haben wir den Stapel vielleicht 2 Meter hoch gestapelt. Und wenn wir dann nach Monaten, wenn der Stapel trocken ist, nachmessen, dann sehen wir, wir haben ungefähr 10% verloren und denken, ist der Stapel zusammengesackt? Oder natürlich sackt er ein bisschen, aber das ist eben auch die Schrumpfung beim Trocknen des Holzes. Deshalb muss man quasi das bezahlen, was man kriegt in dem Trockenheitszustand. Das ist der eine wichtige Punkt. Und natürlich das Holzgewicht. Das Holzgewicht macht uns die Wärme, die wir bei der Verbrennung rauskriegen. Der Energiegehalt, der Wärmegehalt pro Holzart, pro Kilogramm ist beinahe identisch. Also wenn ich 2 Kilogramm Buchenholz verbrenne, habe ich die gleiche Wärmemenge, als wenn ich 2 Kilogramm Fichte verbrenne. Aber die Fichte ist natürlich nicht so dick. Hätte ich jetzt hier einen Fichtenscheit, dann wäre der durchaus größer. Und deshalb verbrennen wir gerne Buche, weil wir bei Buche weniger Lagerkapazität brauchen, weil eben die Buche einfach dichter ist als die meisten Nadelhölzer. Aber Nadelhölzer kann man genauso gut verbrennen, wenn man die günstiger kriegt und den Platz hat, dann verbrennen die auch gut. Also wenn wir trockene Kilogramm Holz kaufen könnten, wäre das meiner Meinung nach am besten ohne Wasser. Aber wir haben natürlich immer auch noch Wasser im Holz drinstecken, wenn man das nicht quasi nachtrocknet, weil lufttrocken kriegen wir das Holz eigentlich nicht unter 10% getrocknet. Und wenn man außen misst, ist es natürlich trockener. Hier an den Enden ist es etwas trockener als innen. Also man müsste für eine Messung, müsste man den nochmal spalten und dann könnte man innen an 3 Punkten messen. Die Messgeräte, die Wasserfeuchtigkeitsmessgeräte, die es im Handel gibt, ich setze euch auch einen Link in der Videobeschreibung, die messen im oberen Bereich zwischen 30-50% recht ungenau, aber unter 20% Wassergehalt werden sie schon genauer. Trotzdem gibt es da natürlich Schwankungen. Aber das wäre eine Möglichkeit, aber die ist natürlich nicht praxistauglich, das Holz nach Gewicht zu bezahlen. Und deshalb, was man gut messen kann, ist natürlich Volumina.
Und da gibt es verschiedene Einheiten. Da gibt es zuerst einen Festmeter. Wenn dieser Würfel 1 Meter Kantenlänge hätte an jeder Seite, wäre das genau 1 Festmeter. Also 1 Kubikmeter massives Holz ist 1 Festmeter. Damit kann man gut handeln, das ist natürlich klar. Da ist aber trotzdem auch noch wichtig, wie feucht ist der. Weil wenn der unter den Fasersättigungspunkt kommt, zieht er sich auch ein Stück weit zusammen. Ich kann natürlich hier nicht, wenn ich Brennholz kaufe, mit einem Festmeter hantieren. Ich kriege deshalb Raummeter geliefert. Ein Raummeter ist meistens so definiert, ich habe 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter und 4 Zentimeter gefüllt mit Holzscheiden 1 Meter Länge und die eben rein gestapelt. Das zeige ich euch hier in meinem Stapel. Ich habe hier quasi Raummeter aufgeschichtet. Beim Raummeter müsste man aber auch unterscheiden, sind es Rundhölzer oder sind sie gespalten? Weil die Rundhölzer, die stapeln doch noch ein bisschen dichter, als wenn ich das Holz spalte. Also habe ich wieder weniger Gewicht, wenn ich vom Rundholz auf gespaltene Scheite runtergehe. Und dann am Rand des Stapels macht man oft so eine Kreuzschichtung oder Querschichtung. Das stabilisiert den Stapel da hinten. Und da ist natürlich noch mehr Luft zwischendrin. Also ein Raummeter gekreuzte, quergeschichtete Scheite haben natürlich noch weniger Gewichtsinhalt und deshalb weniger Energiegehalt als ein normaler Raummeter. So, ein Raummeter ist also definiert 1 Meter lange Scheite. Wenn ich jetzt durch diesen Stapel durchgehe mit der Motorsäge, ich kriege in meinen Ofen 50 cm Scheite rein. Ich gehe, bevor ich das ins Holz hole, mit der Motorsäge noch einmal in der Mitte durch. Und was passiert? Natürlich sackt der Stapel in sich zusammen, weil die krummen Hölzer, die so krumm sind, die säge ich durch und dann setzt sich alles. Also, wenn ich einen Raummeter fülle mit 50 cm Scheite, passt da viel mehr Gewicht rein. Wenn ich den mit 33 oder sogar 25 cm Scheiten fülle, dann passt sogar noch mehr Gewicht in einen Raummeter. Also wenn ich einen Raummeter kaufe und zahle den gleichen Preis für Meter Scheite oder 25 cm Scheite, dann würde ich mehr Wärmeenergie kaufen, wenn ich die 25 Scheite wähle. Klar, ne? Der Holzlieferant liefert mir das Holz aber nicht als Raummeter, also er stapelt es mir natürlich nicht hin, wenn er mir das übergibt, sondern da hat er vielleicht Big Bags, wo Schüttraummeter reinpassen oder hat Gitterboxen, die er hier abladen kann, wo dann geschüttete Scheite mir geliefert werden. Schüttraummeter sind natürlich nicht Meterscheite, aber wir haben wieder die Einheit 1 Kubikmeter Luft gefüllt mit geschütteten Scheiten, meistens 33 oder 25 cm Scheiten, und die werden über ein Förderband, wenn das maschinell passiert oder auch von Hand da reingeschüttet, und die liegen kreuz und quer, und ihr könnt euch das natürlich vorstellen, wenn die Scheite kreuz und quer liegen, dann hat man natürlich noch mehr Luftzwischenraum, also ist natürlich ein Schüttraummeter weniger als ein Raummeter vom Wärmeinhalt. Und wenn ich jetzt aber 10 Raummeter bezahlt habe und kriege die hingeschüttet, dann braucht man natürlich die Umrechnungsfaktoren. Wie viel Schüttraummeter ergeben 1 Raummeter, wenn ich in Raummeter bezahle? Und hier ist jetzt ein riesiger Punkt, der mit dieser Studie vom Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum Nachwachsende Rohstoffe in Straubing untersucht wurde, schon vor 15 Jahren. Zusammen mit den Bayerischen Landesanstalten für Forst, also es waren auch viele, viele Praktiker dabei und nicht nur Wissenschaftler. Ich verlinke euch die Studie in der Videobeschreibung mit Link auf das PDF. Ihr könnt euch das durchlesen, wie die das gemacht haben. Die haben sehr gut dokumentiert. Es hat meiner Meinung nach wirklich Hand und Fuß, wie das gemacht wurde. Wenn ich das Projekt nochmal wiederholen würde und Fördermittel irgendwie bekommen würde für eine Gruppe, dann würde ich das sehr ähnlich machen, vielleicht mit so ganz kleinen Modifikationen noch. Ja, und die Gruppe ist an das Thema rangegangen und wollte diese Umrechnungsfaktoren nochmal überprüfen. Die sind nämlich schon seit über 100 Jahren im Umlauf, dass ein Umrechnungsfaktor von einem Festmeter auf einen Raummeter 0,7 und dann wieder zum Schüttraummeter wieder 0,7. Und so setzt sich das fort und es wird überall zitiert und nirgendwo ist es belegt und es wurde nachgeforscht in verschiedenen alten Büchern, auch von 1936. Und es ist aber nicht dokumentiert, wie diese Werte überhaupt zustande kommen. Deshalb wurde die Studie durchgeführt, einmal mit Buchenholz und einmal mit Fichtenholz. Ich denke, man ist da rangegangen und wollte eigentlich diesen Faktor 0,7 bestätigen. Aber die Ergebnisse, die sind echt, finde ich, richtig heiß, weil da ist Musik drin. Weil da kann man jetzt mit den Umrechnungsfaktoren, kann man da um 20% quasi um die Kosten betrügen.
Und die Tabellen, die sind in der Studie, aber es gibt auch noch eine extra Veröffentlichung als Blatt, wo man die Umrechnungsfaktoren hat. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und wir gehen jetzt zusammen an meinen Schreibtisch und werfen dann mal einen Blick hier auf die Umrechnungsfaktoren. Ich erkläre euch, wie es dann zu einem Betrug kommen kann. Mutmaße mal, so naiv wie ich bin, dass dieser Betrug nicht gewollt ist und bewusst herbeigeführt wird. Wir gucken jetzt zusammen mal in den Bericht rein. Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. So, das ist die erste Grafik, die ich euch zeigen möchte. Hier haben wir die Umrechnungsfaktoren zwischen verschiedenen Sortimenten und Lagerungsformen bezogen auf einen Raummeter. Das ist hier in der Mitte gespaltene Meterholzscheite, die geschichtet sind. Ordentlich, das ist die 1. Und wenn wir hier jetzt davon ausgehend, hier dunkelblaues Buche und dieses leicht schraffierte, das ist die Fichte. Wenn wir jetzt aus dem Meter scheiden, dem Raummeter, Schüttraummeter machen in 33 cm lose geschüttelt, dann bekam das TFZ hier 1,2 Schüttraummeter raus bei der Buche und 1,4 Schüttraummeter bei der Fichte. Und das ist schon eine ganze Menge. Hier ist optisch mal ein Bild, wo sie das fotografiert hatten mit diesen Europaletten unten. Die haben nicht einen Quadratmeter, sondern ein bisschen mehr, aber das kann man ja einfach umrechnen, wie viel das dann ist. Hier sieht man rechts die Fichte und links die Buche. Wahrscheinlich ist die Fichte, die rutscht nicht so gut zusammen oder hat vielleicht mehr Äststückchen noch drin, aber sie schüttet nicht so kompakt wie die Buche. Also das ist schon beeindruckend. Und hier haben wir die grobe Übersichtstabelle, der Vergleich der in dem Versuch ermittelten Umrechnungsfaktoren mit entsprechenden Angaben aus der Literatur. Also zwei verschiedene Quellen wurden hier herangezogen. Bundesministerium für Landwirtschaft, das war eine Mitteilung, das sind halt die üblichen Werte, die hier im Umlauf sind mit 0,7 und 1,4. Und weil die mir zu kompliziert ist und hier vorne fehlt links in der ersten Spalte, hier müsste jetzt Festmeter spähen, ungespalten Rundlinge, gespalten Meterholz, eigentlich die Raummeter sind das hier und dann hier sind mir zu viele Einheiten. Ich habe mir deshalb die Mühe gemacht und habe das in eine eigene Excel-Tabelle übertragen. Das sehen wir jetzt hier. Das ist also das, was ich übertragen habe. Die Umrechnungsfaktoren und die werden Faktoren genannt. Es sind beim TFZ aber und auch bisher eigentlich immer Divisoren, weil der Quotient ergibt mir das ja dann, was ich rauskriege. Weil wenn ich ein Festmeter Massivholz habe, das ist das hier, dann bekomme ich ja nicht 0,7 Raummeter raus, sondern ich müsste das dann teilen, also Divisor 1 geteilt durch 0,7. Dann bekomme ich eben, tippen wir es mal kurz ein, 1 geteilt durch 0,7, dann bekomme ich 1,42 Raummeter aus einem Festmeter. In dem Fall mit dem bisherigen Faktor sage ich jetzt auch, das ist ja ein Divisor. Und das TFZ hat jetzt quasi neue Werte vor 15 Jahren festgestellt. Und da ist der Divisor 0,5, damit ich jetzt nicht hier immer so rumeier, ich habe das umgerechnet in Faktoren. Das hier ist jetzt der Kehrwert, also 1 geteilt durch 0,5 sind 2 und dann habe ich halt wirklich einen Umrechnungsfaktor. Dann kann ich hier, die habe ich selbst aufgetragen. Und hier haben wir einmal in der Ebene, in den Zeilen, das erkläre ich kurz, einmal die Festmeter, ein massiver Kubikmeter Holz ohne Lufteinschlüsse. Hier die normalen Raummeter, die üblich sind, 1 Meter lange Scheite gespalten, schön gestapelt. Und hier ein Schüttraummeter, das sind bei mir jetzt hier in dem Fall 33 cm Scheite, einfach geschüttet in eine Gitterbox. So, und dann haben wir hier einmal in den beiden Spalten, oder gehen wir gleich hier hin, das wollen wir uns nur noch angucken, einmal die Buche und einmal die Fichte und dann die bisherigen Werte, die überall auch noch gang und gäbe sind. Da ist über die Holzart ist keine Angabe gemacht, also quasi pauschale Mittelwerte. Und wenn wir einen Festmeter haben, dann ist der Faktor, aus einem Festmeter bekamen wir bislang 1,43 Raummeter raus oder wir bekommen aus dem einen Festmeter 2 Schüttraummeter Scheitholz raus. Und die neuen Werte vom TFZ sind jedoch stark unterschiedlich. Aus einem Festmeter Holz bekommen wir 2 Raummeter oder aus einem Festmeter Holz bekommen wir 2,38 Schüttraummeter raus. Bei der Buche und bei der Fichte seht ihr das hier selbst. Und was das jetzt ausmacht, habe ich hier mal aufgetragen.
wenn ich jetzt Holz kaufe in Festmeter und ich bezahle 10 Festmeter und dann Festmeter bekomme ich ja nicht geliefert, aber nach Umrechnung bringt mir mein Holzhändler bringt mir dann Schüttraummeter. Und wenn er die bisherigen Werte nimmt, würde er mir in Gitterboxen dann 20 Schüttraummeter hinstellen. Und ich hätte aber eigentlich nach dem neuen TFZ-Wert hätte ich 23,8 Schüttraummeter bekommen müssen. Da habe ich also dann eine ganze Ecke zu wenig bekommen und zu viel bezahlt. So, der andere Fall ist aber, wenn wir ausgehen von Raummeter und ich kaufe 10 Raummeter, dann nach den bisherigen Umrechnungstabellen hätte ich 10 Raummeter bezahlt und ich würde dann geliefert bekommen 14 Schüttraummeter, weil da habe ich ja den Faktor 1,4. Übrigens, der Kehrwert von 0,7 sind nicht 1,4, sondern 1,43, aber wenn die päpstlicher sein als der Papst. Und nach dem neuen TFZ-Wert bei Buche hätte ich nur 12 Schüttraummeter bekommen sollen. Und da habe ich dann quasi betrogen, obwohl der Holzhändler ja dafür zuständig ist, dass er mir das liefert, was ich bestellt habe. Mein Vorschlag, um damit jetzt umzugehen, ist, dass man einfach ganz klar kommuniziert, was man bezahlt und was man auch geliefert kriegt, welchen Trockensubstanzgehalt das Holz hat, welche Baumart es hat und eben auch das Aufmaß, also in welcher Form bekomme ich es geliefert, mit welchen Umrechnungsfaktoren. Und ja, dann kann man ja sagen, vertraut man sich gegenseitig und akzeptiert man das, dann bezahlt man es eben. Ich habe ja zum Beispiel LKW-Raummeter geliefert bekommen, also 3 Meter Stämme. Und mir war das klar, das war Innenrinde 3 Meter Stämme auf dem LKW gemessen, die Raummeter. Wir haben das zusammen ausgemessen und ich habe das dann bezahlt. Und ich vermute sogar anhand dieser Studie, die ich jetzt gesehen habe, dass die runden Stämme mir sogar im Stapel unten etwas mehr Raummeter gespaltenes Holz ergeben. Ich schiele da so runter, weil ich das von hier aus sehen kann. Ja, aber das hat eigentlich relativ gut gepasst. Ich finde diese TFZ-Studie ungeheuer wertvoll, aber für mich ist das jetzt nur ein erster Ausgangspunkt. Ich weiß nicht, ob das eine Stärke oder eine Schwäche von mir ist, dass ich da immer alles noch weiter hinterfrage. Aber ich habe natürlich auch reingeguckt, mit wie viel Proben wurde das überhaupt gemacht. Und wie stark ist die Abweichung? Und da haben wir hier hinten eine Tabelle und es waren insgesamt nur 6 Festmeter Proben je Holzart, einmal Fichte, einmal Buche. Und da wurden zum Beispiel hier die geschichtet gespaltenen, die Werte laufen auseinander von 1,84 auf 2,23 bei der Buche im Min-Max und da kommt dann eben dieser Mittelwert von 2 raus. Also bei den anderen Werten, die bisher im Raum stehen, ist überhaupt nicht klar, wie diese Werte jemals zusammengekommen sind. Das wurde immer wieder weitererzählt und voneinander abgeschrieben. Ich bin mir im Moment unsicher mit dieser ganzen Geschichte, die ich euch vorgestellt habe. Und eine Sache, die mir sehr zu denken gibt, ist, wenn ich auf meine Raummeter von der Seite drauf gucke, auf die Kopfflächen von meinen Scheiten, da müsste ich ja, wenn die TFZ, die neuen Werte stimmen, müsste ja die Hälfte, die ich sehe, Luft sein und nur die Hälfte dürften Scheite sein. Und das Bild sehe ich aber nicht. Ich sehe eher in meinem Stapel doch 70% Holzscheite rausgucken und nur 30% Luft. Und auch die ganzen Bilanzen dürften ja überhaupt nicht aufgehen von den Forstämtern und von den Holzhändlern, wenn sie einen Festmeter kaufen und die ordentlich messen. Und wenn sie dann doppelt so viel Raummeter verkaufen, würden sie das ja merken in ihren Bilanzen, dass sie eigentlich viel zu viel Raummeter verkaufen von den Festmetern, die sie überhaupt haben. Das ist für mich noch ein großes Fragezeichen. Ich würde mir hier jetzt Anschlussstudien wünschen, die das einmal nochmal wiederholen. Und wir brauchen nicht die Sortimente, die hier die ganzen, wir brauchen Festmeter und die normalen Raummeter gespalten. Und dann brauchen wir geschüttete Schüttraummeter 33 cm. Aber wir brauchen nicht nochmal irgendwie 33 cm Raummeter und wir brauchen auch nicht Rundlinge Raummeter. Und wir brauchen auch nicht gekreuzt geschichtete Raummeter. Das ist meiner Meinung nach überflüssig. Da hätte man die Varianten nochmal in eine Doppelung oder eine Dreifachwiederholung mit anderen Holzsortimenten. Das wurde hier schon am TFZ wirklich gut gemacht. Das ist alles nachzulesen. Aber ich würde mir das wünschen nochmal ein Jahr später. Weil selbst wenn nur wenige gebogene Stämme oder gerade Stämme drin sind, verfälscht das Ergebnis doch erheblich. Und dann würde ich es mir auch noch mit anderen Holzarten wünschen. Vielleicht nochmal mit Kiefer und mit Esche. Aber Buche als Haupt,
Brennholz, was ja viele von uns am meisten lieben, weil eben eine hohe Energiedichte da ist, obwohl es nicht ganz so lagerstabil ist, weil es relativ schnell stockt. Da wäre die Esche vielleicht sogar besser. Ja, ihr seht, ich bin voll drin im Thema, aber trotzdem tun sich für einen Wissenschaftler wie mich dann doch immer wieder auch neue Fragen auf, je tiefer man einsteigt. Wenn ihr jetzt wissen wollt, warum so viele gerne mit Buche holzen oder warum nicht anderes Holz auch genauso gut ist, dann empfehle ich euch jetzt das Video von mir. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Macht's gut, euer Dr. Behne.